Als erstes werden die Ursenkel festgelegt. Die Ursenkel können entweder auf der linken oder rechten Seite vom Holz festgelegt werden. Sie sind immer der Schnittpunkt von der linken oder rechten Seite mit den jeweiligen Ursprungslinien, also Traufe, Schwelle, Fette oder First. In unserem Beispiel wird die rechte Seite als Bezugsseite für die Ursenkel festgelegt. Die Ursenkel werden rechtwinklig zum Holz eingezeichnet. Die Maßlatte wird nun in der Profilansicht auf der Grundlinie positioniert. Der Punkt, an dem die Maßlatte angelegt wird, kann hierbei frei gewählt werden. Die jeweiligen Ursenkel werden nun als Senkel eingezeichnet und mit der dazugehörigen Höhe aus dem Normalprofil verbunden. Ursenkel First UF auf der Firsthöhe ergibt den Firstpunkt. Ursenkel Traufe UT auf der Traufhöhe ergibt den Traufpunkt. Siehe Grundsatz Nummer 3. Nun können der Schnittpunkt vom Ursenkel Traufe mit der Trauflinie und der Schnittpunkt vom Ursenkel First mit der Firstlinie miteinander verbunden werden. Somit erhalten wir die Oberkante des schrägen Giebelsparrens. Im nächsten Schritt werden die Verstiche eingezeichnet, die sich in unserem Beispiel auf der linken Seite befinden. Die Verstiche werden wie auch die Ursenkel rechtwinklig zum Holz eingezeichnet. Der Verstich Traufe wird auf die Maßlatte übernommen. Das Profil des schrägen Giebelsparrens wird noch mit dem Verstich Traufe ergänzt. Dazu wird die Maßlatte in den Grund gelegt und der Verstich als Senkel bis zur Traufhöhe aus dem Normalprofil gezeichnet. Die Oberkante, die rechte Seite des Giebelsparrens, wird durch den Schnittpunkt Verstich Traufe mit der Trauflinie parallel verschoben. Somit erhält man die Abgratungslinie auf der linken Seite, da wir die Ursenkel auf der rechten Seite festgelegt haben und dies die Oberkante des schrägen Giebelsparrens darstellt, also die höchste Linie am Holz. Der Querschnitt kann jetzt an beliebiger Stelle im Profil eingezeichnet werden. Um die Kerven am Giebelsparren anreißen zu können, werden die Höhen von der Schwelle und der Pfette als Wagen jeweils aus dem Normalprofil über den schrägen Giebelsparren hinaus verlängert. Wird im Normalprofil nun an der Traufe kein Senkel- oder Waageabschnitt verlangt, sondern zum Beispiel ein rechtwinkliger Abschnitt, so muss am schrägen Giebelsparren ein sogenannter Hexenschnitt konstruiert werden. Hier geht man wie folgt vor. Die Abschnittsrichtung im Normalprofil wird bis zum Senkel der Schwelle verlängert. Es entsteht der Punkt Hex mit einer definierten Höhe Hex. Diese Höhe Hex verläuft im Grund entlang der Schwellenkante. Da ein Traufabschnitt grundsätzlich vom Traufpunkt zum Hexenschnittpunkt verläuft, ergibt sich am schrägen Giebelsparren die Abschnittsrichtung auf der rechten Ursenkelseite vom Traufpunkt UT zum Ursenkel US. Da sich Höhen nie ändern, siehe Grundsatz Nummer 3, darf die Höhe Hex im Profil bis zum Ursenkel US im Giebelsparrenprofil verlängert werden. Dieser Schnittpunkt wird mit dem Traufpunkt verbunden. Es entsteht die rechte Abschnittsrichtung. Verschiebt man diese Abschnittsrichtung parallel durch den Verstich Traufe auf der Traufhöhe,
so erhält man die linke Abschnittsrichtung am schrägen Giebelsparren.